schalte sie jetzt laut. Ja, hallo. Okay, jetzt bin ich zu hören. Das ist gut. Wir beginnen mit der Policy Session, mit der Panel-Diskussion Stagflation und Krise. Wenn ich die Rednerinnen und Redner schon mal aufs Podium bitten dürfte.
Herzlich willkommen noch einmal an alle Teilnehmenden, die jetzt noch da sind. Ich freue mich sehr. Wir sind jetzt bei dem letzten Programmpunkt, nämlich der Panel-Diskussion zur Stagflation und Krise. Wir hatten in der Konferenz schon verschiedene Themen beleuchtet. Wir hatten die Wirtschaftssanktionen, insbesondere handelspolitische Fragen beleuchtet. Wir hatten die Rohstoffpreise, insbesondere die Energieinflation, die natürlich in gewisser Weise inflationstreibend wirkt, hier gerade in Europa, und insofern auch Themen herausgearbeitet, die uns ja interessieren in unseren folgenden makroökonomischen Diskussionen, die auch sich um Geldpolitik drehen, um die Zinswende. Gleichzeitig in der dritten Session die Nahrungsmittelmärkte beleuchtet und die dortigen Krisenphänomene, die alle verdienen würden, in Ruhe ausdiskutiert zu werden. Es gibt sehr viele Politikfelder, die entstehen, und wir beschäftigen uns also mit diesen Krisenphänomenen, die wir hier sehen. Es gibt dieser Krisenphänomene viele. Ich darf begrüßen Robert Holzmann von der Österreichischen Nationalbank. Er ist Gouverneur der Österreichischen Nationalbank und hat eine Karriere auch in der Universität und auch in der Weltbank hinter sich. Wir haben Gabriel Felbermayr ganz rechts und Bettina Rudloff von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Wir beginnen mit Robert Holzmann, denn wir hatten vorher schon Vorträge gehört und freuen uns auf einen Vortrag, der auch die makropolitischen Herausforderungen in den Zeiten der Inflation beleuchtet. Sie haben das Wort. Sie können das Mikrofon direkt verwenden. Ach so, wie, oder am Pult, das geht auch, wenn Sie möchten. Ja. Das macht Sinn. Danke vielmals für die freundliche Einladung. Danke Ihnen dafür, dass Sie für einen Freitagabend noch hier sind, nicht ein ganz langer Tag. Ich hoffe, wir können Ihren Wünschen entgegenkommen. Das Thema, das gestellt wird, nicht also Makropolitik, Geldpolitik, ist für die meisten ein bisschen langweilig. Und daher meine Frage, wie kann man das ein bisschen zeigen, dass man auch darüber hinausgehen kann. Was ich tun werde, ist ein bisschen versuchen zu strukturieren, was wir jetzt tun. Unsere Geldpolitik hängt jetzt nicht nur von der jetzigen hohen Inflation ab, sondern sie begann schon vorher, denn seit den 10er Jahren war es notwendig, eine neue Geldpolitik zu fahren, eine unkonventionelle Geldpolitik. Und diese unkonventionelle Geldpolitik wurde dann durch die Pandemie noch verstärkt, weil man helfen wollte, damit dieser Nachfrageschock nicht in eine Krise endet. Nicht? Und wir waren gerade dabei, die Geldpolitik zu normalisieren, als dann ein neuer Schock kam. Die Inflation, aber die war schon vorher, bevor der Ukraine-Krieg da, wurde durch den Ukraine-Krieg verstärkt. Und diese neuen Schocks gilt es jetzt auch zu bearbeiten. Das heißt, die Geldpolitik ist auf der einen Seite dadurch geprägt, dass wir normalisieren wollen und gleichzeitig jetzt mit einer sehr starken Inflation zu tun haben. Und als dritter Punkt dazu kommt, und das ist etwas, was Sie heute den gesamten Tag diskutiert haben, wo vielleicht auch Zeit bleibt, in einer meiner anderen Wortmeldungen hineinzugehen. Das findet für mich statt gegenüber mindestens vier weiteren Unsicherheiten, die die Geldpolitik bewegt, die die Wirtschaftspolitik bewegt. Die erste Unsicherheit, die wir haben, ist die Unsicherheit, die durch den Klimawandel entsteht, nicht? Wo wir auf der einen Seite bestimmte klimapolitische Vorstellungen haben, wie es sein sollte, wo ich aber nicht immer sicher bin, ob das, was so vorgeschlagen ist, auch wirklich geht. Das haben wir gerade jetzt gemerkt im Sharm el-Sheikh, nicht, dass da die viele andere Länder ganz andere Vorstellungen haben, mit der Klimapolitik umgeht. Ein zweiter Punkt ist, der von Bedeutung ist, ist die sicherheitspolitische Lage, in der wir uns befinden, wir in Europa, nicht, wo wir nicht nur den Krieg sehr nahe haben, gerade nahe in Wien hier oder genauso in Berlin, aber wir haben nämlich auch die Risiken, die nicht nur aus Russland kommen, wir haben die Risiken, die aus den USA kommen,
Wir haben den Risiken, die aus den Nahen Osten kommen, aus China kommen oder aus Nordafrika kommen. Das heißt, wir haben eine Reihe von Risiken, die uns meistens so gar nicht bewusst sind, die aber, glaube ich, sehr schwerwiegende Effekte auf uns haben können, wenn sie schlagend werden. Dann als ein dritter Punkt, der in der gesamten Diskussion untergegangen ist, nicht, wir sind einer der am meisten alternden Gesellschaften in der Welt, nicht, neben den Chinesen, Japanern und Koreanern. Das hat auch Effekte auf die Geldpolitik. Manche sagen, nicht, das Altern, das ab jetzt so richtig beginnt, weil die geburtenstärksten Jahre gerade jetzt in Pension gehen, nicht, da wird die Inflation für sich alleine, sagen eine Modellrechnung, um 2-3% erhöhen. Auch das ist etwas, wo man sich beschäftigen muss. Und last but not least haben wir auch noch Probleme dahingehend, dass unsere Gouvernanzstruktur in Europa nicht besonders gut aufgestellt ist. Nicht? Also wie Entscheidungen fallen, man merkt es jetzt in der Frage, nicht? Also wie wird die Gasbremse eingeführt, was passiert mit Fragen von der einheitlichen Einlagesicherungskasse dabei, bis zu Fragen und ich hoffe, es sind nicht zu viele Journalisten da oder keiner da, nicht, was mich so stört, ist nicht die Frage, naja, um so einen durch die Krise zu führen, braucht man so die besten Köpfe an der Spitze. Na, da haben wir vielleicht auch ein Problem dabei in Europa. Und daher, diese Dinge dafür führen dazu, dass man die Geldpolitik nicht nur einfach so da mal B, nicht, wir machen schon, das ist die Vorgangsweise, wie man Geldpolitik macht, und was schwierig ist. Sehr kurz, ich habe von meiner 5 Minuten eh schon 3 verbraucht, nehme ich an, so ungefähr, ich borge mir noch 3 aus. Ein wichtiger Punkt ist zu verstehen, dass wir vor der Krise hier schon mit einer unkonventionellen Geldpolitik begonnen haben. Unkonventionell heißt nicht, dass die normale Geldpolitik, die immer einen Zinssatz von über 0 gedacht hat, nicht mehr anwenden konnten, weil dieser hypothetische Gleichgewichtszinssatz unter 0 gesunken ist in den letzten Dekaden. Und daher mussten wir auch unter 0 hineingehen, um expansive Effekte zu erzeugen. Daneben haben wir auch etwas gemacht. Wir haben Wertpapiere aufgekauft in hohem Maße. Nicht? Insgesamt im Rahmen der EZB so ungefähr 5.000 Milliarden kleiner Betrag, nicht, die dazu da waren, das lange Ende der Zinskurve zu beeinflussen, nicht das kurze durch die negativen Zinsen, das lange durch die Käufe, nicht, um dadurch die Zinsen nach unten zu bringen. Und ein dritter Punkt war auch, dass wir nicht wie in der Vergangenheit, wenn es Krisen gab, hat der Finanzminister in die Tasche gegriffen und Zinsdarlehen an Unternehmen subventioniert. Jetzt macht es die Zentralbank sehr offen. Ganz Europa, das waren diese zielgerichteten Refinanzierungsoperationen im bescheidenen Ausmaß von 2.200 Milliarden, nicht, sind immer gleich in den Tausender Milliarden dabei, nicht. Und dieses Projekt hat sehr gut funktioniert, hat uns eine Menge Geld gekostet und auch das war eine unkonventionelle Erfolgsweise, die wir jetzt dabei sind, wieder abzubauen. Aber das Gesamte geschieht gegen den Hintergrund der Inflation. Na, und die Inflation ist nicht erst am 24. Februar dieses Jahres entstanden. Die Inflation war schon sichtbar im letzten Jahr. Manche wollten sie nicht sehen. Ich betone das immer wieder, weil ich das als stark betrachte, dass hier wirklich auch im Rahmen der EZB hier weniger Aufmerksamkeit gegeben wurde. Man konnte die Inflation sehen, wenn man die Gaspreisentwicklungen in Südostasien bei China angeschaut haben, war das schon sichtbar. Man hatte sie gesehen, wir haben sie heute auch über Nahrungsmittel, nicht schon im letzten Jahr, aber ganz klar, dass über Missernten nicht, die Nahrungsmittelpreise hochgegangen sind. Das heißt, gegen Jahresende hatten wir schon 5-6%, das war nichts Besonderes. Und das ist jetzt verstärkt worden, nicht durch den Krieg und Lieferketten, Unterbrechungen und. Naja, und nachdem ja viel Geld verfügbar war, war ganz klar, dass dann, wenn man so will, neben diesen leichten Zündeln durch den Krieg jetzt doch eine kleine Flamme entstanden ist,
die wir versuchen jetzt einzubremsen. Das heißt, und damit die letzte Minute, was tun wir jetzt, was wollen wir jetzt tun? Nicht? Wir haben, da wir sehr viele Instrumente draußen haben, nicht erst mit der Zinssatzerhöhung, die erste war im Juli, dann im September und jetzt jüngst im Oktober, einmal 50, zweimal 75 begonnen zu arbeiten, sondern wir haben bereits im Dezember die Deltos, also die zielgerichteten Kredite, die Entscheidung getroffen, dass sie aufhören, jetzt in diesem Sommer war das der Fall. Wir haben begonnen, die Kaufprogramme einzustellen, also keine Neukäufe zu machen, aber noch nicht festgelegt, dass wann wir die Bilanzsumme schrumpfen, dieses Quantitative Tightening, das ist eine Diskussion, die wir jetzt im Dezember haben werden. Eine weitere, wir hatten schon eine vor kurzem bei einem Retreat in Zypern. Ja, und das dritte ist natürlich der Zinssatz. Der Zinssatz deshalb nicht, weil er notwendigerweise der effektivste ist für alle Fragen, aber das habe ich auch gemerkt, ein Zinssatz im Vergleich zur Frage von Deltro oder von Quantitative Easing oder Tightening, das ist etwas, was den Leuten im Kopf ist. Nicht? Die Frage, wann tut die Zentralbank etwas, ob es Deltro sind oder ob es das Einstellen der Käufe war, das hat selbst Bankchefs in Österreich wenig interessiert. Aber der Zinssatz, das berührt sie direkt, das war was Wichtiges. Nicht? Und daher, also welche Leute die Möglichkeit gehabt haben oder gelesen haben, zumindest über meine Aussage in dieser Woche wieder, nicht mit Absicht zugegeben, ein Interview mit der Financial Times, wo ich darauf hingewiesen habe, nicht wie wichtig es jetzt ist, die Zinsen vom Bereich, wo wir noch leicht akkumulieren sind, nicht der Einlagezinssatz ist jetzt bei 150, also 1,5%, den noch einmal anzuheben, um in den neutralen Bereich zu bringen, der so bei 2 plus etwas liegt. Nicht? Die nächste Stufe, die wir noch einmal 75 machen sollen, damit wir auf 2,25 sind. Und dann sind wir im neutralen Bereich. Nicht? Und wie es mein Kollege Klaas Knot aus den Niederlanden formuliert hat, jetzt ist die Geldpolitik gerade in Anlehnung an die Fußball-Weltmeisterschaft. Wir kommen jetzt in die Spielpause. Nicht? Wir kommen vom expansiven in den neutralen Bereich. Und dann beginnen wir in den restriktiven Bereich. Nicht? Und im restriktiven Bereich ist ein Neuspiel. Nicht? Vorher kann man vielleicht lange Pässe machen, nicht? Um hier zu beruhigen. Und wenn man einmal oben ist, dann macht man eben das Tic-Tac-Spiel. Dann kann man es ein bisschen anders auflegen. Und das ist genau das, was wir für uns haben. Jetzt noch einmal restriktiver sein, in den neutralen Bereich gehen und dann beobachten, was passiert mit dem Output, was passiert mit der Inflation. Ich habe gerade das Briefing gehabt von meinem Team, volkswirtschaftlichen Team bezüglich des Outblicks. Darf ich aber nicht sagen, die Pressekonferenz ist am 15. Ich will aber Ihnen nicht die alten Daten geben, aber nur so einen leichten Einblick. Frage Rezession, Stagnation. Im Moment gehen wir durchgehend, mit Ausnahme vielleicht Deutschland, noch von einer nur Stagnation aus, also BIP-Wachstum von knapp über oder knapp unter Null für einige Länder, die meisten darüber. Das ist unsere gegenwärtige Prognose. Der Hintergrund ist, wenn man so will, die geopolitische Annahme, der Krieg hält 2023 an. Also das wäre passiert, das wäre als Hintergrund dabei. Die Inflation, hier ist die Annahme, dass die jetzt um die Jahreswende den Höhepunkt erreicht. Das ist die Annahme dabei. Nachdem wir uns bisher immer geirrt haben, nicht, ist die gesamte Annahme mit Vorsicht zu genießen, aber ich schreibe es einmal so hin. Und ab dann soll es bergab gehen und auf europäischen Niveaus sollten wir dann 2025, das ist das Ende des jetzigen Planungshorizontes, dann schon wieder in der Gegend von 2% für Europa sein, 2,2%. Österreich wird etwas höher sein aus verschiedensten Gründen, Deutschland etwas geringer, sogar unter Umständen unter 2%, das sind die Größenordnungen dabei. Ja, und das ist unsere Herausforderung, die jetzt dann noch durch eine Reihe von Detailentscheidungen zu ergänzen sind. Aber ich glaube, es hat Ihnen einen Hinblick geliefert,
worum es da, darum geht. Und die anderen vier Punkte, die ich genannt habe, die sind auch bei uns immer im Kopf drinnen, weil sie einen wichtigen Hintergrund liefern für die Geldpolitik, weil sie alle die Geldpolitik beeinflussen. Danke sehr. Vielen Dank, Herr Holzmann. Danke auch für die Einblicke und auch für die Diskussion, die Ansprache zu den Risiken in den Prognosen. Wir können dazu sicherlich gleich weiter diskutieren. Für das nächste Eingangsstatement bitte ich Bettina Rudloff. Ja, vielen Dank. Ich möchte auf ein paar Punkte gerne sofort eingehen. Sie waren ja leider nicht den ganzen Tag dabei, natürlich. Aber viele dieser Punkte haben wir tatsächlich auch angerissen. Vor allem diese, ja, wie soll man sagen, Krisenvielfalt eigentlich. Und ich möchte aber das Thema Inflation mal aufnehmen für den Sektor, mit dem ich mich am besten auskenne. Das ist der Agrarsektor, also die Nahrungsmittelpreise. Und ich habe mir die Zahlen nochmal angeschaut. Und was da ja tatsächlich sich offensichtlich verändert hat, systematisch ist, dass das Nahrungsmittelpreisniveau, also wenn ich jetzt EU-intern oder ich habe es Statistische Bundesamt Deutschland ehrlich gesagt angeschaut, liegt es doppelt so hoch. Und das war normalerweise ja immer eher darunter, es war ja eher ein Inflationsbremser. Da würde mich auch sehr interessieren, ehrlich gesagt, das ist jetzt gar kein Statement, sondern eine Rückfrage, wie Sie das einschätzen. Und wenn man, also es liegt doppelt so hoch, in Deutschland 20%. Wenn man sich jetzt anschaut in anderen Ländern, wir hatten heute viel diskutiert, Preisniveau, Nahrungsmittelpreise und die Frage für Entwicklungsländer. Und wir sind hier an einer Wirtschaftsfakultät, das Engelsgesetz kennen wahrscheinlich noch viele, also dass eben der Anteil, den man am Haushaltseinkommen für Nahrungsmittel ausgibt, eben steigt bei geringem Einkommen, klar. Also wenn du nicht viel hast, sage ich jetzt mal sehr berlinerisch flapsig, dann brauchst du alles fürs Essen. Das heißt, in anderen Ländern haben wir sowieso schon Haushaltsanteile für Nahrungsmittel bei teilweise 70%. In Deutschland liegt es vielleicht sogar günstiger als in Österreich. Das ist auch eine traditionelle Frage manchmal, für was man viel Geld ausgibt. Also in Deutschland liegt es nur bei 11%. Also eine Preissteigerung trifft natürlich besonders hart die Haushalte oder die Länder mit geringem Einkommen. Das ist, denke ich, ein sehr schwieriges Grundproblem, auch sozialpolitisch. Oder welche Sozialwirkungen hat Geldpolitik dann eigentlich? Auch eine zweite Frage an Sie. Und vielleicht noch mal zwei Anmerkungen aus der Vielschichtigkeit der Krisen, die Sie erwähnt haben. Ich war in Berlin bei einer Veranstaltung, wo viele Unternehmensvertreter waren, unter anderem BASF. Und die sagten alle, also ich sage das jetzt nur, weil es ein großes Unternehmen ist, also bitte nicht zitieren, es haben andere Unternehmen genauso gesagt, die große Dachagenda eigentlich ist ja die Sicherheitslage und die Frage, wie man Sicherheitsaspekte eigentlich als Unternehmer internalisiert, berücksichtigt bei Standortentscheidungen, bei Zulieferkettenentscheidungen. Das war denen alles sehr klar, dass das ein wichtiger Punkt sein wird, wenn nicht der wichtigste im Moment. Und die Frage, wie wir es alle kennen aus der Theorie der Wirtschaftspolitik, naja, warum internalisiert ein Unternehmer nicht? Weil eben die Regelungsinstanzen oder die Regularien nicht entsprechend sind, ob das in der Umweltpolitik ist oder vielleicht auch hier. Also wo ist da eigentlich die Aufgabe des Staates? Und wir hatten heute viel diskutiert über Resilienz und was heißt das eigentlich und was sind strategische Bereiche, strategische Sektoren, kritische Sektoren und was kann da der Staat eigentlich tun und spielt diese Sicherheitsdimension jetzt verstärkt eine Rolle? Und da wollte ich noch ergänzen, Herr Felbermayr, Sie sagten vorhin, man wird da keine abschließenden Listen irgendwie finden und ich teile das vom Prinzip, weil sich das immer neu darstellt. Gleichzeitig ist aber die tatsächliche Politik, und Sie haben das Governance-Problem angesprochen, in vielen Politikfeldern ja gewissermaßen langsamer oder
hat eben doch so Listen und hat Kriterien und Parameter. Ne? Wir haben von den kritischen Rohstoffen gesprochen. Inzwischen sind wir bei 16, Entschuldigung, in der EU bei 20 kritischen Rohstoffen, das fing mal einmal 15, also es wird immer mehr. Ein Parameter, wir haben die Abhängigkeit, aber einer ist, um Kritikalität zu definieren, auch die Regierungsfähigkeit der Zulieferländer. Das wird also berücksichtigt. Also da könnte man Sicherheitsdimensionen ja sicher mit rein denken, aber es ist eben veränderbar. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, Investitionsscreening. In Deutschland die große Diskussion gerade gewesen, chinesische Auslandsinvestitionen bei Teilen des Hamburger Hafens. Und es gibt in der EU und auch in den europäischen Mitgliedstaaten ja das Investment Screening für so etwas. Und auch da gibt es definierte Listen, worauf man bei der Prüfung achten könnte oder sollte. Und dann wird da gesagt, kritische Rohstoffe, diese berühmte Liste von 20. Schlüsseltechnologien, die sind ausdefiniert. Was ich sagen möchte ist, einerseits sagen wir konzeptionell, ist es sehr schwierig und es ist dynamisch und gleichzeitig gibt es in verschiedenen Politikfeldern aber solche festgelegten Listen, die sich dann vielleicht überholen. Und wie geht man da eigentlich politisch mit um? Das ist jetzt keine Frage für einen Geldpolitiker, ist mir klar. Das wollte ich nur, weil Sie es erwähnt haben, diese Vielschichtigkeit der Krisen und auch vielleicht die Governance-Problematik unabhängig von einzelnen Personen oder Köpfen, die einfach prinzipiell bei den Politikfeldern angelegt ist. Dabei belasse ich es vielleicht erstmal. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Rudloff. In der Tat, Vielschichtigkeit der Krisen oder auch Polykrise, wie der berühmte Wirtschaftshistoriker Adam Tooze gesagt hat, wir haben es in der Tat mit sehr heterogenen Herausforderungen zu tun, die diese Inflation jetzt auch mit sich bringt oder auch dieser Krieg. Gabriel Felbermayr, du könntest auch ein Eingangsstatement bringen. Vielen Dank. Ich will dazu beitragen, dass wir schnell auch ins Gespräch und in die Diskussion kommen. Vielleicht einfach ein paar eklektische Beobachtungen. Herr Gouverneur, Sie haben sehr zu Recht, finde ich, das Governance-Thema aufgerufen. Und eine Statistik, die mich immer wieder aufs Neue schockt, ehrlich gesagt, ist das Ausmaß an Unterschiedlichkeit der Inflationsraten, die wir aktuell in der Eurozone haben. In der Spitze waren das ungefähr 20 Prozentpunkte. Und wenn ich jetzt sage, wir haben einen funktionierenden Binnenmarkt, dann sollte das ja eigentlich nicht passieren. Nicht, wenn irgendwelche Güter im Baltikum sehr schnell sehr viel teurer werden und in Frankreich nicht, dann würde ich doch erwarten, dass dann ganze Lkw-Züge sich auf den Weg machen und diesen 15-prozentigen Preisunterschied zu Profit machen. Und was es immer auch ist, Nahrungsmittel, Kleidung, keine Ahnung, von dort, wo es billig ist, dorthin bringen, wo es teuer ist. Also wir haben institutionelle Governance-Themen in der Geldpolitik selber und im Zusammenwirken zwischen Geld- und Fiskalpolitik, aber mir scheint auch, dass wir den Binnenmarkt nicht so in Form gebracht haben, dass er mit solchen Schocks gut umgehen kann. Das ist die erste Beobachtung. Zweite Beobachtung, die ich machen möchte, ist auch vollkommen d'accord mit Ihrer Analyse, Herr Holzmann, die Inflation hat schon vor dem 24. Februar deutlich Fahrt aufgenommen. Es ist ein Ergebnis sozusagen einer Fehldiagnose, würde ich sagen, in der Corona-Krise. In der Corona-Krise hat man lange Stagnation oder eine lange Phase langsamen Wachstums befürchtet. Gekommen ist ein V. Nicht? Jetzt kann man natürlich sagen, ja, dieses V ist gekommen, weil wir eine sehr akkommodierende Geldpolitik hatten und auch eine gleichzeitig sehr akkommodierende Fiskalpolitik. Jetzt, meine Kieler-Kollegen hätten gesagt, das wäre sowieso gekommen, dieses V, weil das eine Plug-out-Plug-in-Krise ist. Nicht? Man stöpselt aus, das fällt alles runter, dann stöpselt man ein, es kommt wieder hoch. Das ist eine ganz andere Krise als die Krisen, die wir gewohnt haben. Aber so hat man das mehrheitlich nicht gesehen. Und jetzt hat man sehr stark überall das Gaspedal durchgetreten. Wir haben einen Import-Boom gesehen bei Durables aus China. Das hat zu einer Industrie Output-Rekorden in China geführt, kurzfristig. Das alles musste verschippert werden, aber in den ersten Monaten der Krise hat man eigentlich eher die Containerschifffahrt zurückgebaut, weil man eben gedacht hat, das dauert jetzt Jahre nach der Lehman-Brüder-Pleite, bis der Handel sich erholt hat. Und dann eben diese überraschend starke Nachfrage mit einem ausgedünnten Angebot und hier kam dann der Inflationsschock. Und jetzt ist natürlich die Energiepreisthematik noch dazugekommen. Aber die große Frage, die man sich, glaube ich, stellen muss, ist, all diese
Fragen haben eigentlich mit relativen Preisen zu tun, nicht mit relativen. Das heißt, Energie wird teurer, relativ zu anderen Dingen, ne, zu dem, was wir hier herstellen zum Beispiel. Der Nachfrageboom nach Consumer Durables treibt die Preise eben für diese Güter nach oben. Heißt ja nicht automatisch, dass aus einer relativen Preisänderung sofort Inflation werden muss. Nicht? Und ich glaube, das muss man in der öffentlichen Diskussion immer wieder sagen. Nicht? Also, dass relative Preise oder Verschiebungen dort nicht zwingend Inflation bedeuten, aber dass das passieren kann, wenn die Geldpolitik langsam ist oder sehr akkumulativ ist, sodass da Platz ist, nicht Preise zu senken, um relative Preisänderungen hinzukriegen, sondern dort die Preise anzuheben, wo die Knappheit steht, und dort, wo wir keine Knappheit haben, bleiben die Preise, wo sie sind. Nicht, da kommt man zu denselben relativen Preisänderungen, aber bei einem steigenden Preisniveau. Nicht, und das finde ich, das ist schon wichtig, weil wir eine Diskussion haben, eine fachliche, wie sehr die Inflationsentwicklung getrieben ist durch Angebotsschocks und wie sehr sie getrieben ist auch durch geldpolitische und fiskalpolitische Weichenstellungen. Das wird man nie genau wissenschaftlich eins zu eins aufdröseln können, aber das finde ich ist ein interessantes Thema, das man diskutieren kann. Und letzte Beobachtung zum neutralen Zins. Jetzt sind wir hier an der Wirtschaftsuniversität und vielleicht sollten wir das nicht mehr tun, aber wir reden immer noch gern von der Taylor-Regel und vom Taylor-Prinzip und fragen uns, was passiert eigentlich mit den Realzinsen. Und Faktum ist, dass wir zwar jetzt eine Zinswende haben, aber die Realzinsen dramatisch negativ sind. Ja, selbst wenn wir jetzt 200 Basispunkte zugelegt haben, Gott sei Dank würde ich sagen, bei einer Inflationsrate von 11% in Österreich und 10 oder 9, haben wir Realzinsen, die sind so niedrig wie noch nie. Und das ist eigentlich nicht wahnsinnig restriktiv, würde ich sagen, wenn wir Realzinsen haben von 6, 7, 8 Prozent minus. Wo ist der neutrale Zins? Muss da nicht bei dieser hohen Inflationsrate dramatisch mehr passieren? Nicht? Also ein ehemaliges Mitglied des Sachverständigenrats ist das sehr outspoken, ne? Volker Wieland zum Beispiel. Ich habe dazu keine dezidierte Meinung, aber die Suche nach dem neutralen Zins finde ich spannend. Vielleicht ist das so wie die Suche nach dem Heiligen Gral, es gibt ihn gar nicht. Ja? Aber man lernt auf dem Weg und vielleicht können wir dazu ein paar Gedanken austauschen. Vielen Dank. Danke, Gabriel. Das ist in der Tat eine wichtige Frage. Dann gehen wir erstmal in die Makro-Policy-Debatte. In der Tat, ich fand es auch sehr spannend, die Covid-Parallele zu ziehen. Denn wir hatten, glaube ich, in der Covid-Krise durchaus einen Konsens, auch in der wirtschaftspolitischen Beratung, die sich auf starke Expansion geld- und fiskalpolitisch einigen konnte, den wir jetzt, glaube ich, nicht haben. Beziehungsweise der Konsens ist sehr stark dahingehend jetzt kanalisiert worden, dass wir restriktiver sein sollten. Das ist natürlich abhängig von Voraussetzungen. Das würde mich natürlich auch interessieren, Herr Holzmann, wie Sie diese Dinge einschätzen. Es gibt ja nicht so häufig diese Art Angebotsschocks. Das ist richtig, nicht? Das ist richtig, nur die Covid-Krise war zunächst einmal eine nicht nur Angebot, sondern auch eine Nachfrageschock dabei. Und die kam dazu zu etwas, was vorher genannt wurde, dass wir eine sehr laue Wirtschaft- und Preisentwicklung hatten. Das heißt, vor Covid gab es Inflationsraten so bei 1% oder weniger. Und das hat für viele Leute im Rat in Frankfurt den Wunsch gebracht, wir kommen sonst in die Gefahr einer Deflation und das wollen wir nicht, daher müssen wir alles unternehmen, um nach oben zu gehen. Und damit, wenn man so will, eine Geldpolitik fahren, die auf der Ebene von Summer oder Ärger lag, nicht? Also sehr viel Geld hinausgeben, um zu sagen, naja, wir sind jetzt im Bereich der dauerhaften Inflation, dauerhaften Niedriginflation und ein Treffen im September 2019 war es noch, also vor Covid, da gibt es ein Treffen im Rahmen des Währungsfonds, das heißt
es beschäftigt sich mit den ein bisschen müde, Tail Risks, nicht? Und was ist der Tail Risk, wenn man so will, des Jahres oder der Dekade, ist der low for long, low forever. Das heißt, die damalige Sichtweise war, wir haben jetzt Inflation, die Inflationsrate wird immer so gering sein und das ist die Basis, auf der wir wirtschaftlich aufbauen können. Es haben nicht alle das gedacht, aber viele haben es dabei gedacht. Und wenn das der Fall ist, was bedeutet das? Geld ist gratis. Nicht? Das war noch nicht Modern Monetary Theory, aber sehr ähnlich dabei. Und daher dachte man, man kann alles finanzieren, man kann alles tun dabei. Ich betone, es haben nicht alle so gedacht, aber das war schwierig, so Gegenpositionen aufzubauen. Und daher war es auch so bei unseren Berechnungen, wie viel Geld wir auch hineingestellt haben. Im Fußball hieß es früher nicht, ein Spiel dauert 90 Minuten und am Ende gewinnt Deutschland. War schon lange her, ich weiß, ja. Nur die Parallele sehen, nicht? Und bei unserer Modellberechnung war so nicht. Also was immer wir auch tun, unsere Inflation kommt unter 2% heraus aus dem Modell. So hardwired, nicht so ähnlich dabei. Und das hat sicherlich zu einer übergroßen Akkommodierung geführt. Man hätte schon längst aufhören können. Das war auch ein bisschen verbunden mit internen Fragen. Wir haben unsere geldpolitische Strategie überdacht, nicht? Und im Rahmen der geldpolitischen Strategie wurde dann eine neue Forward Guidance eingebaut, die nur ganz wenige im Rat richtig abgelehnt haben. Aber mit der Forward Guidance war verbunden, nicht das und das und das muss passieren, bevor wir wieder aus der unkonventionellen Geldpolitik heraus können und die Zinsen wieder erhöhen können. Die wurde erst, wenn man so will, erst vor kurzem im Frühjahr, im Sommer war es, über den Haufen geworfen. Aber das war ein weiterer Grund, warum nicht schon früher auf die Bremse oder vom Gas, genau gesagt, weggegangen wurde. Also ich glaube, da kann man die EZB doch ein bisschen kritisieren dafür. Das hätte früher anders kommen können. Ich möchte aber zwei Punkte hier aufgreifen, weil sie schon auch hereinkommen, nicht die unterschiedlichen Inflationsraten, nicht da klar, Felbermayr, auch so Handlungsexperte und so weiter, was passiert da? Naja, da muss man eine Reihe von Dingen dazu sagen, nicht? Unterschiedliche Inflationsraten in Europa geschehen auch dadurch, dass der Staat sich niedrige Inflationsraten erkauft, weil er schon Preisbremsen drinnen hat, nicht? Es können schon so 2-3% sein, die dabei auftreten, nicht? Das heißt, das Gesamte wird fiskalisiert, nicht? Taucht später noch einmal auf. In den baltischen Staaten, nicht? Da hatte gerade am Montag Kollegen Simkus am Government Panel, weil ich die Frage auch wieder gestellt habe. Ich kannte schon die Antwort, nicht? Aber hier ist der Punkt: baltische Staaten, ja, Inflationsraten um 20% oder darüber. Aber ich sage das schon richtig, nur wir haben gegeben die Inflationsraten nominelle Einkommenssteigerungsraten von 15% und mehr. Das heißt, ganz andere Verhältnisse, was bedeutet, dass die Akzeptanz der Inflation nicht höher ist, aber die Leute sehen das nicht sehr, sehr stark. Und das Zweite ist, da haben Sie vollkommen recht, das war meine zweite Hypothese wieder, naja, so ganz können eure Unternehmer nicht so dem Wettbewerb ausgesetzt sein, denn sonst dürfte das nicht passieren. Er hat das abgestritten mit allen möglichen Argumenten, ich glaube nicht ganz. Also wenn Sie das nächste Mal ihn treffen, können Sie das mit ihm selbst ausstreiten. Unter Umständen waren meine Kenntnisse auf dem Gebiet zu gering, um hier die richtigen Gegenantworten zu finden. Ich glaube, die Preisfrage, die Sie gestellt haben, Rudolf, ich glaube, es ist wichtig, darauf einzugehen. Meine Geldpolitik ist nicht nur in Industriestaaten, sondern auch in Entwicklungsstaaten. Auch dort gilt es, Inflationspolitik oder Anti-Inflationspolitik ist Anti-Armutspolitik. Das heißt, auch dort ist der Hauptgewinner von einer niedrigen Inflationsraten, sind die Armen dabei, denn Nahrungsmittelpreise steigen, ist einer der ersten, schaffen unheimlich viel Druck dabei und sind auch die, die sehr oft als Letztes wieder hinuntergehen, haben dann die Folgewirkungen dabei. Das heißt, die Realeinkommensveränderung trifft am stärksten die Armen. Daher
Das war, wie ich noch beim IMF oder bei der Weltbank war, immer eine Diskussion, wo wir gesagt haben, ja, ist ein bisschen Inflation dabei, also jedes Prozent tut den Armen sehr, sehr weh, da haben Sie vollkommen recht. Ja, okay. Vielleicht noch eine Rückfrage an Gabriel Felbermayr. Ist es nicht auch so, dass die Globalisierung ein Stück weit zur Inflationsbekämpfung beigetragen hat, wenn wir Outsourcing oder wenn wir viele günstigere Produkte im Handel durch China importiert haben und jetzt sagen, das wollen wir nicht mehr, wir wollen jetzt deglobalisieren, zum Teil zumindest. Müsste das nicht eigentlich auch die Inflationsrate in gewisser Form erhöhen? Ja, ganz sicher. Also wenn wir Decoupling-Szenarien versuchen zu simulieren in unseren quantitativen Handelsmodellen, dann kommen die Effekte, die wir da finden, fast ausschließlich über Preissteigerungen zustande. Nicht? Also Lisandra Flach hat vorhin ja ein bisschen was gezeigt mit dieser Art von Modellen. Also wenn wir sagen, wir treiben keinen Handel mehr mit China oder nur mehr weniger Handel mit China, dann verteuert das viele Waren. Natürlich muss das nicht zwingend bedeuten, dass das inflationstreibend ist. Das verändert zunächst einmal die relativen Preise. Ja, ob es dann tatsächlich das Preisniveau nach oben schiebt, ne, das hat dann doch wieder was mit den monetären Rahmenbedingungen zu tun. Aber weil wir nominale Realitäten haben und solche Dinge, ist diese Frage relativ versus absolute Preisänderung ist ja nicht so einfach. Ne? Und ich glaube schon, dass es Gefahren gibt durch diesen Trend zur Deglobalisierung, dass wir vor allem den internationalen Wettbewerb abschwächen und dann Dinge, die vielleicht im Baltikum schon passieren oder anderswo, in Österreich teilweise auch im Lebensmittelbereich zum Beispiel, dass wir da Zonen haben mit relativ niedriger Wettbewerbsintensität, wo dann sozusagen aufgrund von Kartell- und Monopolisierungstendenzen ja, oder zu wenig Marktwirtschaft am Ende, die Preise nachhaltig höher sind, als sie sein sollten, auch wieder zum großen Schaden genau der armen oder der ärmeren Bevölkerungsgruppen. Und letzter Punkt dazu, kurz bevor die Corona-Krise ausgebrochen ist, gab es einen Gipfel nach dem anderen zum Thema Überkapazität im Stahlsektor. Nicht, Herr Dalialci und ich haben uns lang und viel beschäftigt mit dem Thema Anti-Dumping-Zölle und solche Sachen. Nicht? Da war alles viel zu billig und man musste es dringend teurer machen durch handelspolitische Maßnahmen. Ne? Und plötzlich waren die Güter überhaupt nicht mehr billig, sondern sehr teuer. Aber all diese Extra-Zölle sind geblieben. Nicht? Ja, Joe Biden hat dann die Stahl- und Aluminium-Zölle zurückgefahren und so weiter. Ein bisschen was ist passiert. Aber es wundert mich doch sehr, dass wir diese ganz einfachen Mittel zur Absenkung der Preise, auch zur de facto Entlastung von Konsumenten und Industrie auch, nicht, dass wir die nicht nutzen. Nicht? Wir haben jede Menge WTO-kompatible Strafzölle, Strafzölle sollen wir nicht sagen, ja, was auch immer es sind, Anti-Dumping oder Safeguard, oder die wir eigentlich sofort reduzieren könnten und wir tun das nicht. Ja? Für den Handelsökonom schwer zu begreifen, warum das nicht zum Beispiel von den Gewerkschaften, aber auch von der Industrie vehement gefordert wird. Nicht? Also wenn wir hohe Stahlpreise hatten, wäre das für die Automobilindustrie, für die Bauindustrie, für weite Bereiche, gerade nicht für die Stahlindustrie selbst natürlich, aber für 95% oder 98% des verarbeitenden Gewerbes wären das eigentlich sehr einfache Wege gewesen. Nicht? Und da hat sich offensichtlich auch was festgesetzt, sozusagen, dass Freihandel als Weg zur Wohlstandsschaffung nicht mehr so präsent ist in vielen Köpfen, bei vielen Entscheidungsträgern. Eine kleine Frage, Replik, auf die Diskussion etwas anzuregen, weil Sie schon mehrfach jetzt gesagt haben, naja, Änderung der relativen Preise, nicht, die müssen nicht zur Inflation ausarten, sondern das halt ändert die Preise nicht, man passt sich an und Inflation bleibt gleich. Grundsätzlich könnte man sich das so vorstellen, im Rahmen von Energiepreisschocks, nicht, da hat die bisherige Entwicklung immer gezeigt, das ist immer mit Inflation verbunden, ob es der erste, zweite oder jetzige Ölpreisschock ist. Beim ersten kann man sagen, Geldpolitik war nicht so daran beteiligt, sondern
das damalige Geld, nicht, das die Araber bekommen haben, diesen Einkommenserhöhungen, nicht, das Geld konnten sie damals nicht verwenden, haben es ausgeliehen auch an andere Entwicklungsländer. Und das war ein Bonanza dann für Europa, um dort diese Nachfrage zu befriedigen. Das heißt, das ist über den Umweg zu einem Nachfrageboom geführt, der monetär sicherlich auch etwas unterstützt worden, aber das war etwas, was in Europa ein hohes Maß an Excess Demand geführt hat, ohne jetzt monetär akkommodiert zu werden. Diesmal haben wir schon das Geld da gehabt, nicht? Es musste nicht mehr extra gar gegeben werden. Hier war es so, dass wir die Inflationsbasis hatten. Wir waren dabei, gerade sie abzubauen, nicht mit dem Abbau der ungekünstelten Geldpolitik. Aber wir sind halt zu spät gewesen, nicht? Wir sind gerade damit hineingekommen und sonst liegt die Inflation. Also Sie haben nicht Unrecht, nur versucht ein bisschen zu differenzieren, weil es zwei Episoden gibt von steigenden Energiepreisen, die mit unterschiedlichen Umweltbedingungen oder ökonomischen Umweltbedingungen zu tun haben. Und es stellt sich also noch zusätzlich die Frage, was eigentlich optimal ist. Nicht? Also es könnte man vielleicht mit einer geldpolitischen Gewaltorgie, ja, versuchen, die relativen Preise sich ändern zu lassen, ohne dass das Preisniveau steigt, und würde damit sozusagen eine Rezession hervorrufen, die sich gewaschen hätte. Und da glaube ich, da muss man froh sein, wenn die EZB diesen Weg nicht gewählt hat und auch die Fed nicht und andere Notenbanken auch nicht, weil die Kosten, also das ist diese alte Cold Turkey versus Gradualism-Diskussion, nur was das natürlich schon bedeutet, ist, dass das, aber da sind Sie eh der Erste, der das, glaube ich, auch immer wieder kritisiert hat, ist, dass das langsame Reagieren der Notenbanken und nicht nur übrigens die EZB, auch die Fed, die war genauso langsam, ne? Du hast der Zyklus halt früher gewesen, dass das natürlich schon vermutlich jetzt einen Anteil hat an dieser in Österreich zweistelligen Inflationsrate. Ne? Also das wird ja von manchen durchaus, ich will nicht sagen geleugnet, aber ich habe einen ehemaligen Kollegen an einem Berliner Institut, der exkulpiert sozusagen die Geldpolitik zu 100% immer. Beginnt sein Name mit F. Meiner auch. Ne? Okay, ich glaube, diese Debatte könnten wir auch noch lange führen, aber es ist, glaube ich, auch an der Zeit, einmal das Publikum noch mit einzubinden. Vielleicht wäre es gut, wenn Fragen im Publikum bestehen, die auch zu stellen. Ja, vielleicht nehme ich... Wo haben wir denn die Mikros? Nehmen wir mal eins. Okay. Mich würde jetzt mal interessieren, inwiefern haben Sie Sorge, dass sich eine Lohnpreisspirale entwickelt? Ich weiß ja nicht, wie die Entwicklung in Österreich ist, aber in Deutschland haben wir natürlich sehr hohe Lohnforderungen im Moment, die man sicherlich natürlich auch nachvollziehen und verstehen kann. Aber die Angst vor einer Lohnpreisspirale und was man dann machen kann. Okay, danke vielmals. Ich wurde vorgewarnt, Sie sind Journalistin, ja. Danke. Danke. Das ist immer gut zu wissen. Nein, gute Frage, danke. Ich meine, die Gefahr einer Lohnpreisspirale besteht immer. Was wir derzeit haben bei den abgeschlossenen Tariflohnverhandlungen, weist im Moment auch für Deutschland, ein bisschen mehr sogar für Österreicher, auf wenig Lohnpreisspirale hin. Mit Ausnahme der Metaller kommt gleich darauf zurück. Nur ist die Frage dabei, sind das die richtigen Maßgrößen, weil die neuen Abschlüsse ja nicht nur prozentuelle Abschlüsse sind, sondern teilweise wie in Deutschland 2.500, das ist auch steuerfrei, das muss eingerechnet, umgerechnet werden, ist nicht ganz einfach. Aber ein anderer Punkt, der durch die höhere Mobilität eine Rolle spielt, ist die Frage, inwieweit Personen, die den Arbeitgeber wechseln, dann beim neuen Arbeitgeber mit einem höheren Lohn vergleichsweise einsteigen. Die Iren haben da, die Nationalbank hat da eine spezielle Auswertung dabei, die zeigt, dass eben die Wechsler eine vergleichsweise höhere Lohnsteigerung haben, also die drinnen bleiben, was dann auch eine versteckte Form der Lohnpreisspirale ist. Aber ganz klar, nicht? Die Gefahr besteht, die österreichische Erste war eher am hohen Ende dabei, aber der Grund ist auch deshalb, würde ich behaupten, um die Politik da ein bisschen in die Pflicht zu nehmen, ich kenne
keinen Politiker oder prominenten Politiker, der herausgetreten ist, gesagt hat, wir haben einen Schock der reinen Austauschverhältnisse, irgendwo halt übersetzt, nicht, damit es jeder versteht, oder wir geben jetzt mehr Geld ins Ausland, das Geld haben wir nicht mehr, daher können wir nicht alle kompensieren, die Ärmsten der Armen zuerst, nicht, und die Oberen überhaupt nicht. Das wäre so etwas gewesen, nicht? Ich kenne keinen Politiker in Europa, der das gesagt hätte, nicht? Wir versuchen das ein bisschen, so Webseite ein bisschen hineingenommen, nur die Politik möchte auch nicht, dass man da jetzt innen ans Bein pinkelt, und daher muss das vorsichtig geschehen, was wir gemacht haben. Ich glaube, das ist ein Punkt dabei, und eine Ex-Mitarbeiterin, die jetzt dann Chefökonomin bei der Österreichischen Gewerkschaftsbund ist, nicht, mit der mich auch ausgetauscht, nicht, ja, die haben eben anderes Rational dahinter, nicht, also die Dinge, wie sie so sehen, obwohl sie eine sehr gute Ökonomin ist, nicht, aber mag schon sein, dass dieses gesellschaftliche Umfeld dazu führt, dass man das anders sieht. Ja, die Gefahr besteht, und daher meine Ansage schon seit einiger Zeit, auch diese Woche wieder, ist einfach die Politik zu warnen, wenn ihr euch in diese Richtung begebt, nicht, dann wird es teurer und schmerzhafter. Aber das ist halt immer sehr schwierig, dann zu transportieren. Okay, vielleicht sammeln wir noch weitere Fragen. Ralf Kronberger, Wirtschaftskammer. Lassen Sie mich vielleicht ein bisschen überzogen formulieren. Im Open Market Committee habe ich immer ein Jahr vorher gelesen, was vielleicht später dann die EZB machen wird, was sozusagen das Rückfahren des expansiven Kurses anbelangt. Sie haben wohlgemerkt angeführt, Sie haben einen breiten Instrumentenkoffer von Deltro, Anleihenkaufprogramm etc. Jetzt für mich ein bisschen das Puzzle ist, die FED hat eben den Vorsprung zeitlich gehabt. Gabriel hat es vorher auch gesagt, auch die haben noch zu wenig getan oder zu spät getan. Für mich ist aber jetzt trotzdem ein bisschen die Frage, wie ist der Austausch mit der FED, sozusagen, was sozusagen die Marktanalyse und am Ende dann die geldpolitische Analyse anbelangt. Frage Nummer eins. Und Frage Nummer zwei für mich, am Anfang hat man immer betont, ja, Inflation in Europa ist ganz anders als in den USA. Wir sind energiepreisgetrieben, in den USA ist es stärker nachfragegetrieben. Deswegen fahren wir sozusagen einen anderen Kurs. Jetzt sehen wir, dass wir mittlerweile ähnliche Inflationsraten haben, und daher jetzt nochmal die Frage, sind wir noch so anders oder haben wir jetzt schon das gleiche Problem? Ja, danke. Auch Sie gute gleich. Frage. Wir wollten sammeln. Der Schweizer Franken wertet jedes Jahr im Schnitt um 2% auf, steht in den Medien, und das ist der Grund, warum die Schweiz eine geringe, ich glaube 3% Inflation hat. Aber wie lang kann die Schweiz das durchhalten, dass sie Jahr für Jahr den Franken aufwertet? Oder glauben Sie, geht es da auch mal dann in die andere Richtung? Eine dritte Frage noch. Entschuldigung. Sie haben jetzt alle primär über die Preisinflation gesprochen. Es gibt natürlich noch dieses unsägliche Thema der hohen Verschuldung in den südlichen Ländern. Und der Spielraum für fiskalische Spielraum an sich ist schon nicht da. Und wenn jetzt die Zinsen auch noch zunehmen, haben wir nicht nur fehlenden fiskalischen Spielraum, sondern auch noch höhere Kosten. An sich aber als Handelsökonom höre ich jetzt das Argument immer, wir haben jetzt diese Situation, wir müssen bestimmte Industrien zurück nach Europa holen, Stichwort Chipindustrie. Wer soll das finanzieren? Ja, das wäre ja kein Problem, bei hohen Zinsen kann man auch finanzieren, nur die Chinesen sind in Konkurrenz. Also dieses Wettbewerbsargument mit diesen autoritären, schwierigen Partnern, da kommen jetzt neue Argumente, die Sie jetzt noch gar nicht angesprochen haben. Also ich bin ganz auf Ihrer Linie, ja, ich bin auch für höhere Zinsen, aber man hört halt schon jetzt wieder das Trommeln, dass man hier in Konkurrenz steht mit anderen Ländern. Ganz kurz, bevor Sie antworten, will ich nur sagen, dass wir uns bei den Zuschauern im Stream, wenn das jetzt aufgenommen wird, verabschieden. Denn wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es hier eine harte Deadline. Dennoch bin ich gespannt auf die Antworten, die wir uns hier im Raum noch anhören wollen. Ich beginne mal und zeige den Herrn Fehler mal, da ziehe ich vielleicht Ergänzungen zu machen, fetter.
man so will, die Inflationsmaschine, die da vorhanden ist. Wo gibt es Unterschiede jetzt? Na, bei der FED ist im November, also auch im Oktober, schon zweimal hintereinander die Kerninflationsrate zurückgegangen und auch die Headline Inflation, also die Hauptinflationsrate, auch einen Monat zurückgegangen. Aber wenn man es genau angeschaut, es war auch einige andere Dinge, die zeigen, dass die FED da schon auf den richtigen Weg ist, oder zumindest scheint es so zu sein. Im letzten Monat sind auch die Preise für Krankenversicherung, Privatbetreuer, um 4% zurückgegangen. Und was sehr wichtig war, dass es zeigt, dass vom Ausland und ähnliche Dinge daraus, die, so wie wir, weltweit gefragt werden, und da spielt der Preis keine Rolle, sondern die Qualität und der Service damit verbunden ist. Das heißt, ein bisschen mehr können Sie machen. Noch immer, Sie können auch weiter aufwerten. Wir wissen ja selbst, wo der Schweizer Franken vor 30 Jahren war, wo er jetzt ist, nicht der, diese Entwicklung ist gegangen, aber mit der entsprechenden Wirtschaftspolitik, ohne die geht es nicht. Und die letzte Frage war jetzt Schulden. Verschulden, ja. Na, Sie haben das Problem dabei, nicht? Also wir hatten jetzt viele, viele Jahre, nicht, von sehr geringen Zinsen, nicht, und man dachte nicht, das wird nicht enden, nicht? Und wenn man gesagt hat, passt auf, nicht, irgendwann werden die Zinsen wieder steigen, nominell also real, nicht? Dann gab es schon sehr große Unterschiede in der makroökonomischen Einschätzung dabei. Und das Problem, dass sich bei Inflation damit verbunden auch Zinspreiserhöhungen in den USA, aber auch in Europa eine Rolle spielt, dass damit es zwei Dinge gibt, nicht? In den Ländern selbst gibt es eine Entwicklung, gerade in den Emerging Economies, dass dann die Investoren die Flucht nehmen, nicht? Und dadurch haben wir dann zwei Defizite. Das eine ist das Defizit aus der Leistungsbilanz, das zweite ist das Defizit aus der, vom Staat, nicht? Und das führt dann dazu, dass es immer schwieriger ist, die Schulden zu bedienen. Und dann drückt eben die Kavallerie des IMF ein, um zu versuchen, das ein bisschen zu erleichtern. Nicht? Früher war ich auch ein Reiter dabei, da kenne ich das. Nicht? Was aber gemacht wird, ein bisschen unterschiedlich jetzt um Europa herum, was vielleicht auch mal ein bisschen übersehen wird, nachdem der Euro ja doch in der Zwischenzeit die zweitwichtigste Währung geworden ist und gerade in unseren Nachbarländern, nicht? Also wir nennen sie die CESE-Länder, Central East and Southern European Economies, sehr verbreitet ist, ist jetzt die EZB doch übergegangen, diesen Ländern Liquiditätshilfe anzubieten. Und ich füge stolz hinzu, damit habe ich auch was zu tun. Ich habe damals den Brief an die Lagarde geschrieben, dass wir das tun sollen. Was bedeutet, dass die Länder entweder direkte Swaps bekommen, einige, die anderen bekommen zumindest Repos. Was ist der Unterschied? Swaps nicht so quasi eine Linie. Du musst keine Sicherheit hinterlegen, Repos. Du musst gute Anleihen, Deutsche Bund zum Beispiel, hinterlegen, nicht? Und dann bekommst du dann Euros ausgeliehen. Aber was gezeigt hat, allein die Verfügbarkeit der Repos und der Swaps haben dazu geführt, dass es diesmal keine Flucht gab. Nicht? Es gab schon Probleme, die Ungarn hat ein Problem, aber eher mehr dazu, dass sie die Fiskalausgaben um die Wahlen sehr stark erhöht haben und hier Probleme reingekommen. Das ist ein bisschen wie Großbritannien, nicht? Also hier gespielt, aber in Europa hat das sehr, sehr geholfen, aber in Afrika und Lateinamerika ist das halt eine eigene Sache, die sind aber auch stärker an den Dollar als an den Euro gebunden. Ja, vielleicht ganz kurz zwei Dinge, die ich gerne ergänzen möchte. Es geht der Ralf weg. Die Frage zwischen Head und Headline und Core Inflation, da vielleicht noch ein Ja, das stimmt. Ja, na, weil das ist, ich glaube, das, was man da sieht, ist wirklich interessant in der Zeit, im Zeitablauf. Weil auch in Europa wird der Abstand zwischen Core und Headline Inflation immer kleiner jetzt. Nicht? Und das heißt schon, dass durch diesen Inflationsanschub, den wir gesehen haben, zuerst durch die Corona-Krise, dann verstärkt durch die Energiekrise, sich ein verselbstständigender Prozess zutage
das ist zutage gekommen, nicht? Und ich glaube, da wird jetzt schon klar, dass die Geldpolitik gefordert ist. Das war, weil man ja in den ersten Phasen gesagt hat, was soll man denn machen? Die Geldpolitik wird auch jetzt nicht das Gas verbilligen können, natürlich kann sie es nicht. Aber in dem Ausmaß, in dem die Headline Inflation in die Core Inflation hineinsickert, und das ist in den USA schon längst passiert, bei uns passiert es auch, wird der Handlungsbedarf natürlich immer größer. Und das damit kannst du gehen. Danke. Und zur Schweiz. Der Gouverneur hat schon sehr Richtiges gesagt, will dazu fügen, dass die Schweiz einen anderen Warenkorb hat als wir. Und das ist ziemlich radikal. Das gilt auch für die Balten und so weiter. Aber nachdem die so ein hohes Pro-Kopf-Einkommen haben, ist der Anteil zum Beispiel, den die Schweizer ausgeben für Sprit, nur halb so hoch wie in Österreich. Ja, die fahren auch nicht mehr Kilometer mit dem Auto, ja, eher sogar weniger, aber haben das doppelte Einkommen. Und das heißt, der Anteil im Warenkorb von Sprit zum Beispiel ist halb so groß. Wenn der jetzt sehr viel teurer geworden ist, schlägt er halt dort deutlich weniger stark durch. Und das gilt für Sprit, das gilt das auch für die Gasrechnung beim Haus. Nicht, die heizen jetzt auch nicht auf 40 Grad, nur weil sie doppelt so reich sind, sondern 20 reichen. Nicht? Und das bedeutet, dass da eine Mechanik da ist, die sozusagen die Inflation nach unten zieht, wenn sie konzentriert ist in solchen Necessities, also in Gütern, die man konsumieren muss. Nicht? Und im Baltikum ist es genau das Gegenteil. Die haben eben hohe Anteile von diesen Gütern im Warenkorb. Und was auch in der Schweiz sehr auffällig ist, ich war die letzten Tage da wieder, und was wirklich anders ist, ist, dass es zwar einen Großhandelsmarkt für Energie gibt, für Strom, ja, die haben dieselben Großhandelspreise wie wir, mehr oder weniger, aber die Stadtwerke oder die Verteilung des Stroms dann in die Fläche fast 100% in kommunalen oder kantonalen Besitz ist, also die Städte oder die Kantone. Und dies machen alle Verluste zurzeit. Nicht? Das ist auch eine Art der Fiskalisierung sozusagen, weil da werden die Preise nicht weitergegeben an die Kunden, dafür müssen halt dann die ganzen Versorger rekapitalisiert werden. Frankreich ja auch, ÖDF. Nicht? Dann sieht das so aus, als hätten sie eine tolle Politik, die Inflationsrate ist niedrig, aber in Wahrheit werden die Preise subventioniert und es tauchen dann die Lücken anderswo auf. Das wollte ich noch ergänzen, weil ich das interessant finde und ein bisschen den Kreis schließt. Ich habe gesagt, die Preisdifferenzen in Europa sind bedenklich, ja, aber sie sind eben zu einem Teil auch natürlich erklärbar. Genau, der Gouverneur hat es ja auch schon getan. Okay, vielen Dank. Dann sind diese Fragen ja, die gestellt worden sind, auch geklärt. Das freut mich. Und damit schließen wir auch das Podium. Wir sind etwas über der Zeit. Entschuldigung dafür. Es wurde schon angesprochen. Wir wollten 16:45 fertig sein. Aber wir haben es jetzt geschafft. Danke Ihnen, dass Sie hier waren. Danke an die Gäste im Podium und an die Gäste im Saal. Ich denke, der Stream ist inzwischen aus, insofern brauche ich mich dort nicht bedanken. Ich freue mich aber, dass diese Session jetzt auch am Ende, dass die Podiumsdiskussion so spannend war. Ich glaube, das hätten wir durchaus noch länger fortführen können. Ich lerne daraus, wir sollten beim nächsten Mal etwas mehr Zeit einplanen für dieses Format. Insgesamt war die Konferenz, glaube ich, auch sehr spannend. Wir haben diese vielen Kaskadeneffekte in wirtschaftspolitischen Herausforderungen. Wenn wir Inflation haben, haben wir halt Zinseffekte. Das führt zu weiteren Krisen. Wir haben Verteilungskonflikte. Das ist sehr anspruchsvoll und da kann man sicherlich noch viel dran arbeiten. Ich will es jetzt belassen dabei. Wir haben sicherlich im weiteren Verlauf noch viele dieser Krisenphänomene zu diskutieren. Im Wirtschaftsdienst, ich weise darauf hin, dass die Beiträge dieser Konferenz in der Sonderausgabe erscheinen werden, höchstwahrscheinlich Anfang kommenden Jahres, und freue mich darauf, dass wir dann diese Themen auch weiter besprechen werden. Soll ich noch einmal das Wort an dich geben? Oder? Ja, vielen Dank, Dankeschön. Christian. Ich will mich bedanken bei der ZBW, beim Wirtschaftsdienst, dafür, dass wir diese Konferenz gemeinsam ausrichten durften. Zum ersten Mal fand diese Konferenz, kann man jetzt schon sagen, nicht in Deutschland statt, sondern im befreundeten Österreich. Das finde ich gut. Ich bin jetzt 20 Jahre nicht in Österreich, habe das erste österreichische Jahr hinter mir. Und was schon frappierend ist, ist, dass die deutsche und die österreichische Diskussion ja sehr, sehr ähnlich sind. Manchmal aber zeitversetzt. Nicht? Wir haben eine Strompreisbremse eingeführt oder darüber diskutiert, lang und breit. Und 3 Monate später wurde das in Deutschland auch diskutiert, aber from scratch. Nicht? So als hätte es eine österreichische Diskussion gar nicht gegeben. Ja. Und in Österreich machen wir dasselbe auch.
Umgekehrt, nicht? Also wir werden es wahrscheinlich, weil die Deutschen die Unternehmen anders bezuschussen werden, wir unter Zugzwang gesetzt. Deswegen finde ich es sehr gut, wenn der Wirtschaftsdienst sozusagen ein deutschsprachiges Kommunikationsorgan ist, dass wir nicht jede Debatte in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland einzeln führen müssen, weil ja die Argumentationsstränge dann doch am Ende sehr, sehr ähnlich sind. Ich will mich auch bedanken bei der WU. Rupert, hier, du bist der, sozusagen, als Head of Department, der meinen Dank entgegennimmt, stellvertretend für diese Organisation. Ich glaube, das ist ein super Rahmen. Und ich will auch ganz explizit bei Ihnen bedanken, Herr Gouverneur, dass Sie die Aufgabe übernommen haben, in diesem Panel auch ein paar unangenehme Fragen vielleicht für den Geldpolitiker zu beantworten und mit Ihrer Anwesenheit auch dafür sorgen, dass wir noch gut vertreten sind, obwohl wir schon fast 8 Stunden sozusagen hier gemeinsam arbeiten. Vielen herzlichen Dank und wenn mich nicht alles täuscht, gibt es jetzt noch, Uli, gibt es noch was zu trinken? Ja, genau. Und die Dame hier, die gerade das Trinken ankündigt, die sollte ich auch noch ganz explizit erwähnen. Sie hat nämlich mit dem Christian gemeinsam die ganze Kleinarbeit gemacht, das Programm etc. Ich habe die Ehre, da so hier zu stehen und mich zu bedanken, aber die Arbeit wurde von der Uli gemacht. Und natürlich ist im Hintergrund auch noch ein ganzes Team, das ihr mitgeholfen hat, sowohl bei euch im Wirtschaftsdienst als auch bei uns. Auch da sei herzlich Danke dafür gesagt. Und jetzt trinken wir noch ein Glas auch. Ne? Ja.